Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming und zwar mit einer Tour über die Slovenian Hills Karte, also die Hügel von Slowenien oder die slowenischen Hügellandschaft. Ich befinde mich hier wie immer im Südosten der Karte, um uns einen Überblick über das gesamte Gebiet zu geben. Also es ist eine mittelgroße Karte, abspielend in der hügeligen Region von Slowenien. Wir machen einen kurzen Überflug, nur ganz kurz drüber fliegen. Es ist nicht eine sehr große Karte, auch die Felder sind eher klein gehalten, sind aber Felder, die haben nicht die quadratisch praktisch gut Form, sondern sind alle organisch geformt. Es gibt eine große Forstära. Hier haben wir unter uns gerade den Bereich, wo der Shop, also der Händler ist, zu finden. Also hier ist der Händler, hier ist eher das Dorfzentrum, hier ist die Kirche und hier haben wir unseren Hof, der, den wir gleich anschauen werden. Wir haben verschiedene Produktionsstätten und natürlich auch verschiedene Verkaufs- und Kaufstellen eingebaut in der Karte. Wie wir sehen können, ist die Karte wirklich nicht sehr groß, also eher wirklich für die ganz kleinen Maschinen. Da könnte eventuell das Antonio Corrado Park tatsächlich eine Option sein. Was du den Livestream gestern verpasst hast, da haben wir genau auf dieser Karte das Antonio Corrado Park bis auf Herz und Nieren getestet. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Also wir waren sehr überrascht A von der Karte und B von dem Antonio Corrado Park, also die kleinen Traktoren, dass die einiges leisten können und selbst die schwereren Arbeiten haben sie hier auf dieser Karte ziemlich gut bewerkstelligt. Also hier, das wäre definitiv wahrscheinlich eine Karte, wo man mit diesem Park arbeiten kann. So, okay, wir gehen einmal auf die Karte. Also wie ihr sehen könnt, ist die Karte ziemlich klein gehalten. Also wenn wir uns den gesamten Bereich der Karte angucken, wenn ich jetzt hier mal das Land auswähle. Das Umland ist zu kaufen für 100, also für eine Milliarde, kann man das Umland kaufen. Ist natürlich ganz klar so ausgelegt, dass man es eben nicht kauft. Also es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Karte. Diese Umrandung hier, das ist im Prinzip die 2x2 Kilometer. Sehr, sehr klein gehalten, die Karte. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann starten wir hier mit dieser Parzelle hier. Das heißt, hier ist dann unser Hof. Wir haben Feld 1 und Feld 2 und natürlich etwas Grünfläche rundherum. Ja? Schön zu sehen sind die Markierungen der Straßen. Also die blaue Straße ist definitiv die Hauptstraße, die durch das ganze Tal hier durchgeht. Und dann haben wir die Nebenstraßen und dann die Feldwege, die dann gelb gekennzeichnet sind. Also sehr schön gemacht. Dann haben wir die Waldwege, die dann in diesem Bordeaux-Violett hier zu sehen sind. Das ist also sehr, sehr gut gemacht. Man kann sehr schnell erkennen, welche Art von Weg einen erwartet. So, wir schauen uns wie immer erstmal kurz an, welches zum Beispiel das kleinste Feld ist. Ich glaube, das kleinste Feld ist hier schwierig herauszufinden, da es A nicht die einzelnen Felder zu kaufen gibt, sondern Parzellen und die sind immer kombiniert mit ein bisschen Feld und ein bisschen Grünland rumrum. Deswegen ist es hier nicht sehr einfach herauszufinden, was kostet. Also hier ist zum Beispiel das Feld 31 oder die Parzelle mit Feld 31, die ist um die 200.000 Euro. Dann haben wir diese Parzelle hier, das ist 1,73 Hektaren und kostet 100.000 Euro circa. Also sind alles Preise, die sehr erschwinglich sind, aber nicht zu vergessen, es ist eine kleine Landwirtschaft. Also hier wird man nicht sehr schnell sehr viel Geld machen, weil es halt einfach, ja, Schritt für Schritt mit kleinen Schrittchen vorwärts geht. Wir gehen mal kurz zum Haupthof und wir sehen, dass wir hier in dem Haus sind, wo wir im Prinzip zu Hause sind. Es ist ein begehbares Haus. Großes Sofa, Fernseher ist auch da. Ein bisschen schäbig ist die Toilette, die ist nicht sehr einladend. Es ist sehr schwierig, sich hier im Haus drin zu bewegen. Also hier kommt man gar nicht rein. Also hier ist der Schlaftrigger. Genau, hier ist der Schlaftrigger. Also es ist also ziemlich schwierig, hier um die Ecken zu kommen. Also hier kommen wir, wie gesagt, nicht rein. Auf jeden Fall, das ist unser Haupthaus, das ist das Haus, wo wir zu Hause sind. Wir machen eine Tour, wir gehen mal
fangen wir mal hier hinten an. Und zwar haben wir hier einmal eine Heuscheune. Also im Prinzip Heustroh kann hier eingelagert werden. Hier kann dann abgezapft werden. Wir können auch mal hier hochgehen. Hier haben wir sehr schön geformt, also sehr schön gemacht, eine offene Scheune, um Stroh und Heu zu lagern. Dann haben wir hier natürlich einen Misthaufen. Also hier ist das Schweinegehege mit 108 Schweinen Kapazität. Diese Netze hier gehen jetzt gerade so nicht auf. Auf jeden Fall komisch. Gestern habe ich die noch öffnen können. Wir gehen mal hier außen rum. Also diese Heuballen hier, die sind definitiv Dekoration. Also die kann man nicht benutzen. Das sind also nicht etwas, was gegeben ist. Dann haben wir hier natürlich die Gülle, die gelagert wird. Wir haben hier einen weiteren Misthaufen hier. Hier haben wir ein Durchfahrsilo, ein kleines. Dann haben wir hier ein weiteres Tiergehege, wessen Netze hier tatsächlich dann auch hochgehen. Hier haben wir Platz für 80 Kühe. Der Kuhstall nimmt also Heuballen an. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir hier einen Unterstand mit verschiedenen Fahrzeugen und Geräten. Die schauen wir uns gleich nachher an im Detail. Dann haben wir hier ein weiteres Tiergehege. Und zwar ist das das Schafsgehege. Für 65 Schafe, die hier platziert werden können. Dieser Trigger hier nimmt auch Ballen an, also Gras- oder Heuballen. Können wir gleich probieren. Wir haben es gestern im Multiplayer, als wir das Antone Carrado Park getestet haben, haben wir hier Gras- und Heuballen reingemacht. Hat also funktioniert gehabt. Werden es aber hier nochmal zeigen, dass es auch so funktioniert. Okay, ihr seht, das ist also alles in Ordnung. Nimmt also die Ballen an. Ja. Also, dann haben wir hier nochmal einen Unterstand für ein paar Fahrzeuge und Gerätschaften. Und das ist im Prinzip unser Hof. Das ist unser Gelände, wo wir quasi zu Hause sind. Das ist also, ja, kleiner Hof, aber natürlich tatsächlich könnte ich mir das so vorstellen. Also es ist ja auch zum Teil ähnlich in der Schweiz. Wenn man ein bisschen in das hügelige Gebiet geht, dann sind die Höfe halt einfach wirklich nicht sehr, sehr groß gebaut. Aber hier, denke ich, hat man genügend Platz. Was hier definitiv fehl am Platz ist, sind die ganz, ganz großen Traktoren. Wie gesagt, hier würde das Antonio Carrado Park natürlich ziemlich gut passen, denke ich mal. Deswegen hat man auch hier nicht die großen Geräte, die von Anfang an hier dabei sind. So, wir schauen uns mal die Gerätschaften an, die wir haben. Wir starten mit einem Zetor CL80. Dann haben wir zwei mittelgroße Traktoren, einen 7810er Johnny, also John Deere. Dann haben wir einen 3670 Massey Ferguson. Dann haben wir natürlich den Klassiker, den Topliner von Deutz Fahr. Wir haben unseren Pickup. Wir haben einen Hänger von Velga. Wir haben natürlich das Schneidwerk zum Deutz Fahr, und zwar das Getreideschneidewerk, nicht das Mais- und Sonnenblumenschneidwerk, sondern definitiv für das normale Getreide. Wir haben einen Pflug, einen 1,2 Meter Pflug natürlich. Dann haben wir eine Kreiselecke und haben, also wir haben sogar hier zwei Grubber zur Auswahl. Dann haben wir eine Sämaschine, dann haben wir einen Miststreuer. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich hier. Dann haben wir ein Seitenmähwerk, einen Wender, einen Schwader, einen Ladewagen. Und zwar alles überall die kleinen Versionen. Dann haben wir noch einen Futtermischwagen, natürlich um die Herstellung von Mischration, weil wir natürlich auch Kühe haben. So, das wäre im Prinzip erstmal
der Hof und der, was hier zugehört. Ich habe noch ganz vergessen zu sagen, dass wir hier auch noch ein Hühnergehege haben. Das heißt im Prinzip, dass die werden dann frei auf dem Hof sich bewegen, die Hühner. Das sind 360 Stück an der Zahl. Ja. Hier werden die Eier gespawnt. Also hier aufpassen, wenn man zum Beispiel Autodrive nutzt, dass man hier diesen Bereich nicht als Fahrstraße nimmt hier für Autodrive, weil hier natürlich dann die Eiertrigger, also die Eier dann hier getriggert werden. Wir schauen mal an, welche Produktionen standardmäßig auf der Karte verbaut sind. Und zwar sind das, glaube ich, drei Stück an der Zahl. Einmal die Schreinerei, natürlich hier haben wir die Bäckerei und die Getreidemühle. Was hier nicht verbaut ist, ist zum Beispiel eine Molkerei, die müsste dann nachplatziert werden. So, dann schauen wir mal, Ladestationen haben wir gar keine. Das heißt, wir haben nicht keine Tankstelle überhaupt nicht eingebaut auf der Karte hier. Also gibt keine Möglichkeit, Diesel zu kaufen. Dann haben wir hier die Abladestationen, das sind die Verkaufspunkte. Wir haben den Bauernmarkt, wir haben den Viehmarkt, den Supermarkt, das Restaurant und natürlich unser Heulager, wo wir Heu einlagern können, das auf unserem Hof ist. Ja. Zusätzlich haben wir hier noch den GCHB Getreidespeicher, also natürlich für den Kauf von Getreiden. Dann, wie gesagt, haben wir Tiere, die eingebaut sind, haben wir die Schweine, haben wir gesehen, die Kühe haben wir gesehen, die Hühner und die Schafe haben wir auch gesehen. Auf der Karte sind natürlich auch Verträge verfügbar. Dann schauen wir uns mal kurz an den Auszeitkalender. Das scheint also Standard zu sein. Dann schauen wir uns mal den Verkaufskatalog an. Wir sehen also, dass wir hier die Hauptgetreidesorten verkaufen können. Wir können auch Trauben verkaufen. Für Oliven gibt es keine Verkaufsstelle. Ich glaube auch nicht, dass Oliven eine natürliche Anbauquelle ist für oder ein Ansatzfrucht ist für Slowenien. Glaube ich nicht. Deswegen wahrscheinlich real. Sonnenblumen können wieder verkauft werden. Wir haben hier alle Sachen, die verkauft werden können. Baumwolle ist natürlich auch ein Produkt, was nicht typischerweise in Slowenien angebaut wird. Daher kann die wahrscheinlich auch nicht verkauft werden als solches. Zuckerrohr kann aber wieder verkauft werden. Dann haben wir für Eier gibt es ziemlich viele Verkaufspunkte. Also wir haben hier 3, 4, 5 Verkaufspunkte. Wolle kann verkauft werden natürlich auch. Milch natürlich auch. Hackschnitzel haben wir natürlich auch verfügbar zum Verkauf. Was ich sehe, ist nicht eingebaut, ist eine BGA. Die ist also nicht hier verbaut worden. Wie wir auch gesehen haben, Diesel kann nirgendwo gekauft oder verkauft werden. Da muss man also eine andere Lösung finden. Dann haben wir das Mehl, das verkauft werden kann. Brot und Kuchen kann verkauft werden. Dann können diese Produkte auch verkauft werden. Stoff kann nicht verkauft werden, obschon die Wollproduktion da ist. Das heißt also die Schneiderei oder die, genau, das heißt also die Spinnerei ist nicht in der Lage, dann den Stoff weiter zu verkaufen. Es sei denn, man muss dann daraus die Kleidung herstellen. Finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man eine Produktion hat, die ein Produkt herstellt und dies dann nicht verkauft werden kann. Also man quasi gezwungen ist, eine Mod reinzunehmen und oder dieses Produkt weiter zur Verarbeitung, zur Kleidung in diesem Falle hier. Okay, alles andere sieht eigentlich nicht schlecht aus. Was ich auch nicht gesehen habe, ist ein Steinbrecher. Das heißt, wahrscheinlich ist dieser auch nicht verfügbar. So, Schokolade kann man auch nicht verkaufen. Bretter können wieder verkauft werden. Da keine BGA verbaut ist, kann natürlich der Mist und die Gülle auch nicht verkauft werden. Das heißt, hier müsste dann definitiv eine BGA nachgeliefert oder nachgebaut werden, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Oder man verwendet halt den Mist und die Gülle direkt ex aequo als das Düngematerial, ohne es entsprechend weiter zu verarbeiten. Dann haben wir hier, ja, wie gesagt, die Steine können nicht verkauft werden. Kalk kann nirgendwo gekauft werden, außer beim Shop. Alles gut, das ist auf jeden Fall die Situation, die wir hier haben. Was mir gerade auffällt, dass
Trotzdem ich das Land nicht besitze, wo die Produktionen drauf verbaut sind, habe ich schon Zugriff zu den Produktionen. Das heißt also, die Bäckerei ist schon verfügbar für mich. Also die kann ich im Prinzip nur aktivieren. Dasselbe mit der Schreinerei. Die zweite Bäckerei ist ebenfalls verfügbar und die Schreinerei ist auch das zweite Mal verfügbar. Also ich habe hier zwei Schreinereien und zwei Bäckereien, die für mich verfügbar sind, ohne dass ich das Land besitze. Das ist ein bisschen komisch, ja. In der Tat. Es gibt hier zum Teil an den Rändern zu den Feldern und den Straßen oder Fahrstraßen gibt es zum Teil noch ein paar Texturprobleme. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Karte sehr gelungen gemacht. Es ist eine, wie gesagt, kleine Karte. Stimmt für mich tatsächlich von der Landschaft, kann ich mir wirklich so vorstellen. Ist definitiv etwas, was ich auch selbst so in der Schweiz zuordnen könnte, in einer Bergregion. Ist für mich tatsächlich glaubwürdig. Schön gemacht. Es gibt ja kleinere Probleme bei den Texturen, aber das ist schon in Ordnung. Trotzdem, wie wir gesehen haben, dass keine Tankstelle angezeigt wird, ist aber eine Tankstelle verbaut. Wir schauen mal uns an, was wir hier machen könnten. Also das heißt im Prinzip, das wäre dieser Plotland hier, wenn ich das jetzt kaufe. Ist zwar eine Tankstelle da, aber die kann angeblich oder anscheinend gar nicht genutzt werden. Das ist ein bisschen komisch, aber ja, so ist das. Ich könnte es nur testen, wenn ich ein... Dann testen wir das mal, ob diese Tankstelle funktioniert. Also wie ihr selbst sehen könnt, ich habe keine Option hier Diesel zu tanken. Also diese Tankstelle ist rein dekorativ, also kann nicht benutzt werden als solches. Muss man also eine andere Lösung finden. Wir machen noch mal ein bisschen detaillierteren Überflug. Also wir können hier die Hauptstraße sehen. Die ist also sehr, sehr gut befahren. Also es ist tatsächlich eine Hauptstraße. Also es gibt hier ziemlich viel Verkehr darauf. Man muss also wirklich gut aufpassen. Hier gibt es auch, wie gesagt, diese kleinen Wege, die dann zu den entsprechenden Punkten fahren oder führen. Das heißt, definitiv ist es nichts für die ganz großen Geräte. Das ist überhaupt keine Frage. Schön gemacht hier dieser See mit dem dekorativen Kirchen hier auf dieser Insel. Sehr, sehr schön gemacht. Die Felder sind, wie gesagt, eben sehr organisch geformt, also alles kein Problem. Hier haben wir auch, wie gesagt, den Waldweg. Also hier haben wir Forstgebiet, was hier vorhanden ist. Das haben wir auch gesehen. Da haben wir hier auch eine Kirche mitten im Dorf. Was hier ein bisschen komisch ist, dass hier die Tür, der Eingang zu der Kirche, direkt mit dem Zaun verbaut ist. Interessant, wie man hier reingeht oder da kommt man nicht mehr raus. So geht das. So, es ist also wirklich sehr hügelig. Man braucht also kleine Geräte. Sehr schön, sehr gut gemacht. Gefällt mir gut. Wir haben gestern Riesenspaß hier mit diesem Antonio Corrado Park. Ich denke tatsächlich, dass es vielleicht sogar eine Karte ist, die darauf gewartet hat, dass dieses Antonio Corrado Park rauskommt. Slowenien und Italien sind ja Nachbarn, also das könnte ja sogar eine sehr gute Kombination, geschichtlich gesehen sogar sein. Ja, so viel zu diesem Kartenrundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kann ja der eine oder andere mir mitteilen unten in dem Kommentarfeld, ob er diese Karte bespielen wird. Und wenn ja, dann vielleicht sogar mitzuteilen, mit welchen Gerätschaften. Ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der nächsten Kartentour, bei der nächsten Karte, die heute oder gestern im Giants Mod Hub herausgegeben worden ist. Dann würde ich sagen, bis denne, danke, tschüss und hasta luego.